Ich spiele jetzt ein eiskaltes Lied. Das kälteste Lied, das ich überhaupt kenne. Eigentlich ist es ein Risiko. Ich soll jetzt gar nicht singen, wenn es so heiß ist. Letztes Jahr habe ich das Lied einmal gespielt. Ende Juni war es. Und da hat es im Saal so 35 Grad gehabt. Plus. Und ja. Und da ist das Lied total durchgefallen. Also überhaupt nicht angekommen. Aber bei den Temperaturen kann man sich das ja nicht mehr vorstellen. Das ist ein Winterlied. Aber ich habe es damals trotzdem gespielt, weil ich aber nicht gewusst, ob ich dort jemals im Winter hinkomme. Im Winter ist es nämlich ein Spitzenlied. Es ist auch schon getestet, ich habe es einmal im Winter gespielt. In einem Saal, da war es so eiskalt drin, da wenn die Leute gekaucht haben, sind so richtig Nebelschwaden davor geflogen. So saukalt war es da drin. Und da ist das Lied riesig angekommen. Es war allerdings damals auch das Einzige, was so gekommen ist. Jetzt probiere ich es einfach mal selbst auf die Gefahr hin, dass das Lied nicht ankommt. Der Winterwald, eigentlich ist nämlich heute heiß hierin. Aber vielleicht kann man sich das ein bisschen vorstellen. Das handelt nämlich von so eingefrorenen Ohren. Nein, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Die sind nämlich so richtig knackig steif gefroren, dass man sich gar nicht hinlangen traut, weil da kann es passieren, dass die plötzlich abbrechen und dann fallen sie am Boden und da steigt man womöglich noch drauf. Und ja, dann kann man es nicht mehr benutzen. Und sowas gibt's, ja. Bloß wenn man ein Lied drüber macht, kann sich das kein Mensch vorstellen. Ich habe das in der Zeitung einmal gelesen, da ist einer beim Skifahren gewesen, der ist den ganzen Nachmittag so umeinander gefahren, immer rauf und runter, sind auf mit dem Lift und runter mit der Ski nachher. Und da hat es einen, der war unbemützt, das muss man dazu sagen. Hat ja keine Mützen aufgehabt, ne? Und dann hat sie ihm irgendwann, sind ihm die Ohren so richtig dick gefroren und blau gefroren. Das hat er aber nicht gesehen, weil da kann er ja nicht hinschauen. Ne? Dann hat es halt irgendwann einmal hat's ihn gescheit geschmissen oder seinen Fuß gebrochen. Also ein ganz normaler Vorgang. Und dann haben sie ihn ins Krankenhaus und dort haben sie dann festgestellt, dass auch das Ohr fehlt. Und dann festgestellt, dass er sich nicht nur den Fuß, sondern auch das Ohr abgebrochen hat. Das hat er überhaupt nicht gemerkt. Und dann haben sie gleich über den Pistenlautsprecher durchgegeben. Achtung, alles herhören. Ohren auf. Ohr gesucht. Das haben sie dann auch noch gefunden, es war noch ganz frisch. Und dann haben sie es in die Klinik und haben sie ihn wieder angenäht, ist alles wieder bestens geworden. Nur wenn man ein Lirdl drüber schreibt, kann sich es kein Mensch vorstellen. Also es ist zufällig saukalt, gell? Ja. Jetzt probier es einmal einfach. Der Winterwald, eiskalt. Einspazierten durch den Winterwald. Zwei Wesen, es war recht bitterkalt. Das eine Wesen war bemützt, tralala. Das andere jedoch ungeschützt, tralala. Dem sind im Walde alle beide Ohren vor Kälte völlig steif gefroren. Das andere Wesen hat's geahnt, tralala. Und sofort hat es was geplant, tralala. Es wollte prüfen des anderen Humor und brach ihm hurtig Knacks ab ein Ohr. Doch wie es manchmal ist, zuweilen bei völlig hart gefrorenen Teilen, die so knackig steif verstärkt, tralala, dass den Verlust man gar nicht merkt, tralala. So ist doch damals im Winterwald, es ist zum Haare raufen, der Test des Humors vermittels des Ohrs ergebnislos verlaufen. Der kluge, aufmerksame Zuhörer wird daraus zwei folgende Erkenntnisse ziehen. Erstens, vergreif dich nie, prüfst du des anderen Humor, dich an seinem hartgefrorenen Ohr. Und zweitens, geh nie mit hartgefrorenen Ohren in einem Winterwald spazieren.